Hi, hallo und herzlich willkommen zum. Ich mag unsere Türschneide echt nicht. Die ist nicht so. Die ist voll hässlich, fällt mir auf. Egal. Zu meinem Mittwochsvideo. Es ist Mittwoch und ich habe mir heute mal wieder das eingepackt als Thema. Also heute geht es um so typische Geschichten, wenn man so total. Wenn gerade alles schief läuft und man Ersatzhandlungen. Ja. Einfach nur eine Ersatzhandlung versucht. Also ich habe angefangen, nachdem die ganze Geschichte mit meinem Arbeitsgerät, meinem Hauptarbeitsgerät schiefgegangen ist, habe ich angefangen, mich mit Animal Crossing Amiibo-Karten zu beschäftigen. Und da habe ich dann angefangen, welche zu kaufen, die mir noch gefehlt haben. Ja gut, sie haben mir wirklich gefehlt, aber es war nicht so, dass ich deswegen sterben müssen hätte. Und ja, und dann habe ich da eben auch eine kleine Summe jetzt gerade ausgegeben für. Und entschuldigt, falls ihr irgendwelche Geräusche hört. Mein Hase hat gerade diese wunderschöne diesen Pappkarton entdeckt. Und wenn er schon dabei ist, das ist gut für die Zähne. Dann kann er sie abwetzen. Ja, auf jeden Fall habe ich angefangen, die wieder aktiver zu. Ja gut, dann kein Pappkarton. Auf jeden Fall habe ich die dann. Angefangen wieder aktiver zu sammeln und ja. Und dann ist es jetzt vor ein paar Tagen so weit eskaliert. Also die ganze Geschichte, der PC, das Gerät funktioniert immer noch nicht 100% und es hat immer noch hier und da Macken. Und dann war ich irgendwann so an meinem Punkt, wo ich gedacht habe, nö, ich will jetzt irgendwas haben, was mich wieder in Anführungszeichen glücklich macht. Ja, das Anführungszeichen ist übrigens angebracht, weil es bringt einem wirklich kein Glück, wirklich. Und dann habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, im Wert von fast 320 Euro diese Karte zu kaufen. Ja. Manche Leute haben eine Klatsche weg. Ich gehöre anscheinend dazu. Kann man doch sagen, was man will. Es ist wirklich so, ich weiß nicht, was mich da. Doch, ich weiß, dass die Verzweiflung mich in dem Moment geritten hat, aber. Ich weiß, dass es nicht die Lösung ist, weil ich habe das schon so oft in meinem Leben gemacht, so Ersatzbefriedigungen, um dann wieder zu denken, eigentlich im Grunde ist es doch bescheuert. Und dann war es immer so, dass ich dann bereut habe und dass es dann eigentlich nie die wirkliche Freude für mich war. Und dass ich dann später, wenn ich irgendwas hatte, was denselben Preiswert hatte, was ich dringend auch gebraucht hätte, wo es dann wirklich darum geht, dass ich was habe, was mir Spaß macht und so, und es dann nicht mehr leisten konnte, habe ich dann immer 500 Mal verflucht und habe mir dann an dem Objekt gar keine Freude mehr gehabt. Und das Ding ist halt auch, wenn ich mal ganz ehrlich bin, diese Amiibo-Karten, die sammle ich, benutzen tue ich es aber eigentlich sehr selten. Ja. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ist das Spiel jetzt auch nicht mehr so dolle. Es ist inzwischen ein bisschen ausgelutscht. Man hat es halt schon 1000 Mal gespielt und es wiederholt sich halt immer und immer wieder nur. Ja, und dafür hätte ich jetzt so viel Geld in die Hand genommen, aber das bringt ja dann am Ende nichts. Und ich war in dem Moment so in meinem Ding drin, dass ich nicht mal gemerkt habe, dass. Also jetzt stört es mich wirklich. Entschuldigt mich. Sekunde, 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 Sekunde. Jetzt haben wir wieder ein gerades Bild. Ja, und ich war so in meinem persönlichen, das will ich jetzt, das brauche ich jetzt drin, dass ich in dem Moment, habe ich wirklich der Verkäuferin auch schon die Zusage gegeben, ja, ich kaufe es jetzt auch sicher, ich möchte es unbedingt haben und so weiter. Und als dann gekommen ist, nee, es ist schon verkauft und bei mir dann das Gehirn eingeschalten hat, da war ich dann in dem Moment eigentlich echt froh. Und da habe ich mir echt dann im Nachhinein gedacht, jetzt bist du mit einem blauen Auge davon gekommen. Und ja, ich habe sogar meine Eltern 1000 Mal gefragt, ob sie das nicht kaufen für mich. Und überhaupt, ich hätte doch in 3 Monaten Geburtstag und das wäre doch so ein tolles Geschenk. Und ja, ich kann jetzt nicht mehr dazu sagen, weil ich meine, es wird nicht besser. Also mein persönlicher Rekord war, da war ich glaube ich 15, 16, um den Dreh rum, da ist bei mir ganz viel schief gelaufen und da war wirklich so, Schule war anstrengend, das Halbjahresgespräch war immer noch ein Video, ich vergesse es trotzdem zu verlinken, aber ist irgendwo auf meinem Kanal. Es war so viel in dem Moment los bei mir, dass ich
dann irgendwann tatsächlich zu meiner Mutter gesagt habe, weil ich da, es war irgendwie so ganz knapp nach meinem Geburtstag, und ich habe, glaube ich, ein ganz großes, ich habe damals, oder Firmung, ach, ich weiß nicht, aber ich habe auf jeden Fall eine etwas größere Summe Geld bekommen. Und da habe ich zu meiner Mutter gesagt, also gut, ich kaufe jetzt DVDs im Wert von 100 € ein. Und das mache ich jetzt. Und das will ich jetzt, und das tue ich jetzt, und das ist jetzt so. Und dann bin ich in den Müller damals und habe tausende DVDs gekauft. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. 90% von denen war so Schrott. Es waren nicht mal Filme, die ich wirklich geguckt hätte oder so. Es waren einfach nur Schrottfilme, um ehrlich zu sein. Weil da gab es diese Aktion 3 für 2 für 3. 2 nehmen, 3, nee, 2 zahlen, 3 nehmen. Und dann habe ich da voll zugeschlagen. Und oh, also mein Tipp an euch, wenn ihr in so einer Situation seid wie ich dann und denkt, dass es und ne, irgendwas macht, was ihr, wo ihr denkt, es ist ne, es hilft euch jetzt weiter. Bei mir war es in dem Moment Unmengen an Geld ausgeben. Das hat dann 5 Sekunden gehalten, dieser Glücksrausch, und dann war es vorbei. Dann habe ich es bereut. Das bereue ich immer noch. Und wenn ihr in solche Situationen kommt, dann macht einfach mal das Gegending. Nämlich die Frage: Brauche ich es wirklich? Was denn? Ich versuche zumindest Tipps zu geben, auch wenn sie nicht helfen, aber ich versuche es. Wenigstens bin ich so engagiert. Man kann mir viel nachsagen, aber die fehlende Courage nicht. Ja, also die Frage: Brauche ich es wirklich? Dann die Frage: Wenn ich es habe, was mache ich damit überhaupt? Und dann die Frage: Wenn ich es dann habe und ich es nicht mehr haben will, kriege ich es dann überhaupt verkauft? Und wenn ich es verkauft kriege, welche Konsequenzen hat der Verkauf? Glaubt mir, das war sowas, wo bei mir dann schon das erste Mal angefangen hat, das Gehirn einzuschalten, wo ich dann gedacht habe, ich bin echt in einem Horrorfilm hier gerade, der Hase scharrt und Mutter wedelt, das ist ja nicht normal. Ja, auf jeden Fall war das so der erste Moment, wo ich dann gedacht habe, ja, es macht keinen Sinn. Und ja, dann der nächste Tipp ist dann, wenn ihr das macht, dann überlegt, ob ihr das Geld habt. Weil wenn ihr das Geld übrig habt, dann ist es nicht so ein Verlust. Aber wenn ihr das selbst dann Geld zusammenkratzen müsst und so Probleme habt, wie mache ich das und überhaupt und sowieso und am Ende dann fehlt es euch, dann denkt nochmal drüber nach, ob es das dann wirklich, wirklich wert ist, dass ihr dann am Ende ein Finanzproblem bekommt. Ja, mehr Tipps habe ich da, um ehrlich zu sein, gar nicht gerade so auf die Schnelle. Ist bei mir nämlich noch gar nicht so lange her. Und wenn man in so einer Situation, wie ich gerade war, dann sollte man nicht so vom großen, hohen Ross reden, weil das bringt nichts. Naja, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns wieder am Freitag. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal solche Situationen hattet. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.redmeatoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Ciao.